So kurz vor dem Wochenende will ich Ihnen nochmal richtig gute Laune machen. Zunächst mal mit der Ankündigung, dass das Marktgeflüster, also das abendliche Video, zukünftig in zwei Teilen erscheinen wird. Der erste Teil wird nach wie vor auf dem Kanal von Finanzmarktwelt laufen, auf dem YouTube-Kanal. Der zweite Teil wird auf einem anderen Kanal laufen. Das hat durchaus monetäre Gründe, wie ich hier ganz offen sagen will. Aber man hat ja doch ein bisschen Arbeit mit solchen Videos und das hilft uns, diese ganze Geschichte solide zu finanzieren, also das nur mal vorab. Und der zweite Grund für die gute Laune, meine Damen und Herren, ist dieser Blick auf die Aktienmärkte, die Zinsen und das dünne Eis. Die Euphorie ist ja sehr groß, Aktienmärkte auf Allzeithoch, alles super, Freude, Vorfreude auf sinkende Zinsen bei gleichzeitig super solider Wirtschaft, das ist die Grundannahme. Aber stimmt die? Das wollen wir uns ein bisschen anschauen, mal auf die Aktualität eingehen, auf die Börsengeschichte eingehen, auf die Geldgeschichte eingehen und gucken, warum es vielleicht sehr dünnes Eis ist, auf dem wir uns da bewegen. Nicht muss, ich prognostiziere nicht, dass nicht noch neue Allzeithochs kommen, dass die Märkte sofort fallen müssen, ganz überhaupt nicht, überhaupt schon gleich gar nicht, wie der Bayer sagt, nicht wahr, sondern wir schauen uns die ganze Geschichte mal an und starten zunächst mal ja mit den heutigen Inflationsdaten, also ein harmloser Start, die waren um und bei in der Erwartung vielleicht, was den Vormonat betrifft, jeweils eher am oberen Ende der Erwartung, was den Vorjahresmonat betrifft, eher am unteren Ende der Erwartung, also Pi mal Daumen im Rahmen der Erwartung. Viele hatten gesagt, ja, das könnte nach unten überraschen, weswegen die Fed die Zinsen dann doch schneller senken kann. Das zumindest hat sich erstmal nicht bestätigt, zumal eben auch solche Kategorien wie Supercore, also die Inflation, Dienstleistungssektor ohne den Housing-Bereich, ohne den Immobilienbereich, jetzt doch wieder deutlich angezogen ist, wieder nach oben weist, also so ganz hat sich das Problem noch nicht erledigt. Und diese Grafik, meine Damen und Herren, die Sie hier sehen, ist eine sehr wichtige aus meiner Sicht. Das sind die sogenannten Real Fed Funds Rates. Das ist also der Leitzins in den USA minus der Inflation. Und jedes Mal, wenn das über Null ist, also diese Balken, die nach oben weisen, dann sind die Zinsen höher als die Inflation. Und jedes Mal, wenn es unter Null ist, also die Balken, die nach unten weisen hier, dann ist das Gegenteil der Fall, dann ist eben der Zins niedriger als die Inflation. Und wenn der Zins niedriger als die Inflation ist, dann bedeutet das, dass Geld praktisch kostenlos ist. Das war in den letzten Jahren mit ganz kurzen Ausnahmen immer der Fall gewesen, weswegen sich viele, viele Menschen und Firmen und Staaten massiv verschuldet haben, weil man gesagt hat, Geld kostet ja nichts, ist doch super, machen wir doch Schulden. Und diese Phasen, wo wir hier sehen, dass das nicht mehr möglich war, weil die Zinsen höher waren als die Inflation, also Geld etwas kostet, die haben dann jedes Mal Schmerzen hervorgerufen. Links sehen wir das Jahr 2000, also vor dem Platzen der Hausblase. Dann dieses zweite Feld hier, das ist die Zeit kurz vor der Finanzkrise, dann haben wir hier nochmal kurz vor Corona und jetzt eben seit gut einem Jahr sind die Zinsen höher als die Inflation. Und jedes Mal, wenn das eine gewisse Zeit der Fall war, dann kam es zu einem Einbruch der Wirtschaft. Und wir wollen uns heute mal auch anschauen, was mit diesen Inflationsdaten, diesen PCE-Inflationsdaten mitgemeldet wurde, nämlich Personal Income 0,3, Personal Spending 0,5. Was bedeutet, die Leute geben mehr aus, als sie einnehmen, weswegen die Sparquote weiter fällt. Die ist jetzt bei 2,9%. Das ist der niedrigste Wert seit dem Corona-Crash. The consumer is done. Also der Konsument hat ein Problem und siehe da, ja, das hat er. Wir haben eine immer geringere Sparquote in den USA bei gleichzeitig Credit Card Debt Record High. Die Leute haben ihre Kreditkarten maximal belastet. Der Zins liegt bei 21,% für diese Kreditkarten. Der Zinseszinseffekt, der schlägt durch. Und so ist es kein Wunder, dass wir kürzlich ja die Zahlen von Affirm hatten und die Aktie voll nach oben geschossen ist, 30% gestiegen. Affirm betreibt das Geschäftsmodell Buy Now, Pay Later. Kaufe jetzt und zahle später. Und offenkundig läuft dieses Geschäft hervorragend, weil die Leute eben
schon so ausgemaxt sind sozusagen mit ihren Schulden, dass sie jetzt solche Angebote annehmen. Ja, ich kann ja weiter konsumieren und zahle dann später. Somit häuft sich die Verschuldung immer weiter auf. Man schiebt das wie eine Bugwelle vor sich her. Aber irgendwann kannst du es nicht mehr schieben. Irgendwann wollen die Leute dann das Geld zurückhaben. Und genau das ist das große Problem, das der Konsument jetzt derzeit hat. Und so sagen die Anleihemärkte, oh, da könnte eine Rezession kommen, während die Aktienmärkte sagen, nein, ist doch alles gut, Wirtschaft solide, Zinsen sinken, beste aller Welten, Goldilocks-Szenario geht nicht besser, wer wird recht haben, das ist die große Frage. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Sektoren an bei den Aktienmärkten. Es gibt ja in den USA 11 S&P-Sektoren, also 11 Sektoren innerhalb des Leitindex S&P 500. Und wir sehen, oft sind diese Sektoren über ihren gleitenden Durchschnitten, sieht also alles gut aus, mit Ausnahme links unten Technology, also Tech interessanterweise. Hier sehen wir, ist zumindest ein gleitender Durchschnitt hier nach unten verletzt worden. Das ist der 50er gleitende Durchschnitt. Wir sehen das ähnlich bei Consumer Discretionary, also Ausgaben, die man nicht machen muss, aber kann, irgendwelche Kühlschränke, Autos kaufen, Fernseher kaufen. Und wir sehen Energy, also Energie, was ja normalerweise in einer boomenden Wirtschaft nicht passieren dürfte, zumal wenn dieser ganze KI-Hype mit Datacenter, wo unfassbar viel Energie gebraucht wird, eben hier wirklich eintreten würde. Wir sehen Utilities rechts unten, die sehr stark sind. Da ist alles gut. Wir sehen Consumer Staples läuft gut. Wir sehen Finanzwerte laufen gut. Real Estate läuft gut in Erwartung eben der sinkenden Zinsen. Also übergeordnet sieht das erstmal alles noch ganz schick aus, gar keine Frage. Aber wir haben zum Beispiel eben doch merkwürdige Phänomene, wie zum Beispiel im Dow Jones, der ja im Prinzip von Allzeithoch zu Allzeithoch läuft. Gleichzeitig sehen wir einen immer niedrigeren sogenannten Bullish Percentage Index. Das ist ein Maß sozusagen für die tatsächliche Stärke eines Marktes. Es geht um Aktien, die nach Point-and-Figure-Charts auf einem Kaufsignal oder auf einem Verkaufssignal sind, aber wir haben immer weniger Aktien, die eigentlich nach diesen Point-and-Figure-Charts auf einem Kaufsignal sind. Also trotzdem wir in den verschiedenen Sektoren noch irgendwie kein Ungemach sehen, bis auf ein paar sehen wir, dass sozusagen da irgend von den Internals, von den Interna manches ein bisschen problematisch ist. Und hier sehen wir mal das, was ich schon mal displayed habe. Nämlich diese doch sehr starke Ähnlichkeit der Mitte 2007. Und was war 2007 der Fall? Die Zinsen waren höher als die Inflation und das eine ganze Zeit lang. Die Folge war dann 2008 der Einbruch, zunächst mal eben durch das Platzen der Immobilienblase. Ich sage nicht, dass es so kommt. Wie gesagt, wir können durchaus weiter nach oben gehen an den Aktienmärkten. Ich will einfach sensibilisieren, dass wir durchaus hier ein paar Themen haben, dass wir hier Dinge haben, die vielleicht doch nicht so Goldilocks-mäßig sind. Und in dieser Situation sehen wir, dass vor allem die Leute, die Privatinvestoren, jetzt massiv in Nvidia reingegangen sind, also in diese KI-Euphorie hineingegangen sind, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht diese KI-Euphorie schon ein bisschen vorbei ist. Hier sehen wir mal Supermicrocomputer, MicroStrategy, Bitcoin, man könnte das ähnlich auch für Nvidia zeigen. Seit, glaube ich, Juni entwickelt sich Nvidia deutlich schlechter als der breite Markt, gemessen am Equal Weight S&P 500 Index. Also wir sehen Bitcoin auch heute so ein bisschen unter Druck zumindest. Und insgesamt gibt es eine komplett bullische Sicht auf die Dinge. Dieser Markt, der trieft geradezu vor Complacency, wie es hier heißt, also vor Optimismus und Vertrauensseligkeit. Hier hat jemand auf YouTube kommentiert, das fand ich sehr schick. Die KI-Blase ist genauso dogmatisch wie die Krypto-Blase damals. Die gleichen Phrasen. Ihr versteht das halt einfach nicht. Die Kurse steigen doch, das wird einfach alles ändern. Das oft von Leuten, die nicht mal wussten, was eine Blockchain ist. Ein bisschen mehr Nüchternheit würde dem KI-Hype nicht schaden, denke ich auch. Denn es ist ja schlichtweg das Problem, was hier angesprochen wird. Hier hat ein YouTuber, also ein Twitter-Nutzer gesagt, ja, was ist denn hier mit dem Video, die Zahlen waren noch gut, was habt ihr denn alles, was redet ihr denn da? Und dann sagt hier eben dieser Twitter-Account, es ist ganz einfach, wir haben jetzt KI seit knapp 2 Jahren und niemand hat bisher eine Idee, wie man das wirklich monetarisieren kann. Das ist genau der Punkt. Und wenn diese Ahnung nicht bald kommt, dann wird eben auch die Frage gestellt werden, ja, warum soll ich denn dann solche Nvidia-Chips kaufen, warum soll ich massive
Data Centers bauen, wenn ich diese Dollars nicht wiederkriege, die ich hier investiert habe. Also irgendwann wollen die Leute mal ein bisschen Fakten sehen und nicht nur Hype. Und das Interessante ist, wenn wir uns die Semiconductor-Aktien mal anschauen, die ja Halbleiter, die ja letztendlich die Rallye seit Jahren getrieben haben, kann man sagen. Dann sehen wir, dass mit Ausnahme von 2019 diese Aktien Schwierigkeiten kriegen nach der ersten Zinssenkung. Und zwar durchschnittlich geht es da ja bis an die 10% nach unten, während andere Sektoren sich deutlich besser entwickeln. Insgesamt sehen wir in letzter Zeit, dass wir zwar in Richtung des Allzeithochs sind, hier beim S&P 500, aber unten sehen wir, dass das Momentum nachlässt. Also irgendwie, es ist das, den Sie hier unten sehen, der kommt da nicht so richtig mit. Und wann kommt die Grafik? Da ist es, wenn wir uns jetzt mal vom US-Aktienmarkt verabschieden, dann sehen wir hier, dass in China die Banken massiv unter Druck gekommen sind in der Nacht zum heutigen Freitag. Warum? Weil die Regierung gesagt hat, ja, liebe Banken, liebe Hauskäufer, liebe Hausfinanzierer, ihr könnt einfach nochmal hingehen zu eurer Bank und sagen, wir hätten gerne andere Hypothekenzinsen. Ergo, ihr könnt einfordern, dass die Hypothekenzinsen sinken. Und das ist natürlich für die Banken eine Katastrophe, denn die sind ohnehin schon mit faulen Krediten bis zur Oberkante belastet. Und jetzt wird ihnen noch gesagt, naja, also deine Zinsen, die musst du senken, also deine Einnahmequelle wird sinken. Dagegen sehen wir auf der anderen Seite eben Immobilienaktien von Immobilienunternehmen, die in China sehr gut gelaufen sind. Hier sehen wir rechts mal diese Grafik, wie die chinesischen Banken gelaufen sind. Das ist so ein ähnliches Problem wie in den USA. Da ist sozusagen ein Hype entstanden. Hier in China war es der Immobilienmarkt, was die Amis schon 2008 hatten. Das haben sich die Chinesen dann später geleistet. Und das Ganze scheint nicht so richtig gut zu enden. Wenn wir nach Europa kommen, sehen wir, hier wird die EZB offenkundig im September die Zinsen senken. Hurra! Kasachs hat gesagt, ich bin offen. Villeroy, der Franzose, hat gesagt, ja, ist fair und weise. Die Deutschen, Schnabel und Nagel dagegen warnen, ja, wir sollten vorsichtig sein, sollten hier nicht zu schnell agieren, also wieder mal die Deutschen. Und wenn wir gerade schon mal bei Deutschland sind, meine Damen und Herren, hier ein Interview in der FAZ, das ich sehr interessant fand, von Leo Birnbaum, der Chef von E.ON, der sagt, was hier faktisch passiert, ist ja, dass Geringverdiener die Solaranlage des Besserverdieners zahlen, denn die kriegen Zuschüsse, die können sich das leisten, die haben ein eigenes Haus, also wird eine Solaranlage drauf gebaut. Das Ganze aber erfolgt natürlich durch massive Subventionen des Staates. Dementsprechend werden vor allem diejenigen belastet, die das alles nicht können, die aber gleichzeitig unter den hohen Energiekosten und Steuern leiden, die das Ganze zu finanzieren haben. Und hier im Handelsblatt, der deutsche Staat hat eine Art Helferkomplex entwickelt. Er zieht immer mehr Aufgaben an sich, will überall für maximale Gerechtigkeit sorgen, überfordert sich derart selbst, dass am Ende sogar seine Kernaufgaben nicht mehr geregelt kriegt. Und das wissen wir ja alle, Infrastruktur, Migration, diese ganzen Geschichten, die ja irgendwie nicht so richtig funktionieren. Der Maschinenbau hat jetzt fast schon jubelnd verkündet, dass das Minus zum Vorjahresmonat nur noch einstellig ist, nachdem man in den Vormonaten meistens zweistellige Minuszeichen praktisch melden musste. Und hier sehen wir ein strukturelles Problem, das die deutsche Wirtschaft hat. Noch im Jahr 2007 waren in der Industrie mehr Arbeitnehmer beschäftigt als in 4 staatsnahen Sektoren. Mittlerweile sind es 2 Millionen weniger. Der Staat wächst, die Beschäftigung des Staates wächst. Der Apparat pumpt sich immer mehr auf, während die Industrie immer mehr ausblutet. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das zeigen sozialistische Staaten zur Genüge. Und siehe da, es scheint zu beginnen, die Arbeitslosigkeit jetzt auf dem höchsten Stand seit 3,5 Jahren, 6,1%, das geht kontinuierlich nach oben. Und gleichzeitig sagen 60% der Arbeitgeber, dass sie Jobabbau planen. Gleichzeitig aber haben wir gesehen, der DAX heute mal wieder auf einem Allzeithoch. Also die Lücke, die Spanne zwischen ökonomischer Realität und den Finanzmärkten ist ein bisschen groß. Und wenn die Lücke zu groß wird, dann kann es irgendwann eben auch mal zurückschnappen. Zumal wir eben auch einen Mindset in der Bevölkerung haben, respektive in den Medien haben, dass etwa eine Ulrike Herrmann, die faktisch eine sozialistische Ökodiktatur propagiert, wo Leute praktisch Bezugsscheine bekommen,
nur begrenzte Mobilität machen dürfen, auch mit der Bahn, Autofahren, Verbrenner sowieso nicht, aber auch Elektroautos nicht. Solche Leute werden in Talkshows eingeladen, massenhaft. Und Leute, die wirklich sich auskennen in diesem Bereich Energie, die werden gemieden, weil die sagen vielleicht unangenehme Wahrheiten. Und solange das so ist, haben wir ein echtes Problem, meine Damen und Herren. Ich denke, es wird Zeit, dieses Mindset irgendwie zu ändern und wieder an die Wirtschaft zu denken, wieder Tugenden zu entwickeln, die die Wirtschaft voranbringen und nicht sozusagen die Moralität, wir sind die Besten, weil wir irgendwie CO2-frei werden wollen, wir sind die Heiligen, am deutschen Energiewesen wird die Welt genesen, das wird nicht funktionieren, so viel scheint klar. Und wir sehen, gleichzeitig wird Deutschland und Europa immer abhängiger von China. Es gibt ja diese Hoffnung auf ein De-Risking von China, das Gegenteil ist der Fall, wie dieser wunderbare Artikel zeigt, den Sie gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Die zweite Empfehlung, bullisch wie ich nun mal immer bin, die Aktienmärkte steigende Marktbreite spricht für neue Rekorde. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, wenn Sie die Dinge so ein bisschen vielleicht nochmal rekapitulieren wollen, die ich hier versucht habe zu sagen, dann schauen Sie sich das an, Market Running on Empty, Michael Pento, der diese Zusammenhänge versucht mal auf den Punkt zu bringen. Das kann ich Ihnen über das Wochenende wirklich sehr, sehr dringend empfehlen. Also diese drei Empfehlungen, jetzt ein schönes Wochenende. Servus, ciao.